so gut, ganz, ganz sneaky, so jemand aus dem Hintergrund. Ja, manchmal kommst du halt nicht mit. Was geht, Corey hier. Und ja, wir sind immer noch im Wohnzimmer. Aber ich habe mir heute vorgenommen, eine andere Art Video zu machen. Und zwar geht's heute um christliche Memes, wie ihr im Titel schon gelesen habt. Warum ich es mache? Ich würde euch eigentlich am liebsten auch noch ein bisschen zum Lachen bringen. Auf der einen Seite tiefe Themen, die ich ansprechen möchte, aber auf der anderen Seite, ich möchte auch einfach nur Leute zum Lachen bringen und aufheitern. Und deshalb machen wir das heute. Fangen wir einfach mal an. Im Übrigen, nun Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn, dass ihr reichlicher zunehmt. What? What? Leider gibt es vermehrt eigentlich nur englische Memes und ich müsste sie eigentlich alle auf Deutsch übersetzen. Aber das ist mir zu kompliziert und ich möchte einfach nur reagieren, also schaue ich mir mal, wie das wird. I'm drowning. Hi drowning. I'm Jesus. Das ist so gut. Der ist gut. Pastor starts end of sermon prayer. Piano player. So wahr. Das ist so. Der ist so. Der ist gut. Der ist gut. Und ich sage, denke ich mir jedes Mal, wenn der Pastor kurz vorm Ende ist der Predigt, dann kommt ganz, ganz, ganz sneaky so jemand aus dem Hintergrund, der Keyboard-Spieler. Oh. Und fängt jetzt schon langsam an, während der Pastor noch redet. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist echt. Oh man. When someone next to you says, take all the time you need prayer. Das stimmt nicht. Also ich verstehe, wo es herkommt, weil ich meine, wir waren früher, waren wir in Gemeinden, die waren mehr traditionell. Und dann war die Predigt, oder sagen wir mal so, als Kind ist die Predigt wahrscheinlich immer noch nicht so ansprechend wie für jetzt, wenn du erwachsen bist. Und damals hätte ich genau das auch gesagt. Der Typ, der sagt, du kannst ruhig weiter predigen, würde ich nur sagen, bist du bescheuert, ich will nach Hause, ich will FIFA spielen oder so. When a preacher says my first point, after he's already preached for a third point. Ah, der ist gut, der ist echt gut. Und er fängt an mit der Einleitung und redet eine halbe Stunde und dann nach einer halben Stunde hat er gesagt, das war Punkt 1. Der ist gut, der ist gut. When your parents ask how the sermon was and you can't remember details. Breaking news, points were made, no lies were told, and insider reported. Das ist wirklich so. Mein Dad hat uns früher als Kind immer gefragt nach der Gemeinde. Und egal, ob wir auch sogar wirklich versucht haben zuzuhören, wir konnten es nicht wirklich greifen, dass wir nach der Predigt direkt alles wieder vergessen haben. Und dann war ja, Sachen hat er gesagt, hat sicher was Gutes gesagt, ich kann mich nicht dran erinnern. Me, how can I have my chance of getting married before the rapture? Nicht so witzig. Meal begins, friend. Let's pray. Ah. Ja, ey. Also, das Ding ist, ich bin so aufgewachsen, dass man immer vor dem Essen betet. Und dann mit anderen Leuten, so, die sind einfach nicht so aufgewachsen. Weißt du, die sind immer noch dankbar, wahrscheinlich immer noch dankbar für das Essen. Aber die haben es nicht so im Reflex, die fangen einfach an zu essen und dann so. Und dann haben sie einen vollen Mund, wenn ich dann sage, ich wollte noch beten. Rolling into church looking for. Also bei mir war es eher andersrum natürlich. Das stimmt. Das stimmt. 100%. Also ich habe nur. Nicht nur natürlich. Aber ich habe lange Zeit immer geguckt, so eine hübsche christliche Frau. When a worship leader is following the spirit, but the PowerPoint guy is struggling to keep up with his life. Oh, das ist so gut! Ich habe das Gefühl, dass ich zu jedem Punkt eine Geschichte erzählen kann. Damals in so einer älteren Gemeinde, da habe ich auch noch diese PowerPoint-Präsentation gemacht. Ja, manchmal kommst du halt nicht mit. Manchmal bist du entweder zu schnell oder zu langsam und alle Leute gucken dann immer so nach hinten auf dich. Und denken sich so, machst du die Slide weiter? Und dann sehe ich ungefähr so aus.
When you see, das ist immer wieder Crush. When you see your crush taking notes during church. Das ist was Schönes, wenn du siehst, dass deine Frau nicht nur so tut, als ob sie zuhört, sondern wirklich zuhört. Am besten natürlich, indem man Notizen macht. How I feel knowing Jesus is with me when I face battles. Nein, ich fühle mich nicht wie eine Frau. Hot guy. I'm into girls who are really into their Bible. Single girls. Ja, wie gesagt, wir stehen darauf, wenn unsere christlichen Frauen christliche Frauen sind. When a Roman soldier were asked what happened to Jesus at the tomb. Also ich kann mich dran erinnern, dass ich die da... Turn and greet the person to your next. Me and the person next to me. Ah, ich mag das nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Ich bin so jemand, so mit fremden Menschen braucht meine Zeit, um warm zu werden. Wenn der Pastor dann da vorne sagt, jetzt dreh dich nach rechts. Oder nach links, wie auch immer. Und sagt Hallo. Oder sagt zu den Leuten um dich herum Hallo. Dann sitze ich am liebsten immer, ja, ich spreche kein Deutsch. King Darius. I bet Daniel is dead by now. Daniel. Das ist übrigens meine Lieblingsstory. Die Daniel-Story. Ja, ich bin mir sicher, dass er mit den Löwen gespielt hat. When you come back from camp, now I have to face stupid reality again. Ey, das war so oft in der Church, in so einem Jugendcamp. Danach gehst du, du bist so gehypt. Und dann ist die Realität wieder da. When I read a scripture that's always been there, but I'm just now understanding the deepness of it. Das darum sage ich ja, es gibt nie etwas in der Bibel, was du zu oft gelesen hast. Immer wieder wirst du irgendwas Neues herausfinden. Just follow your heart. False. Es ist das Herz, ein trotzig und versagtes Ding. Wer kann es ergründen? Deshalb sage ich auch, nicht nur dein Herz folgen. Okay, ich denke, das war's erstmal für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Und ich hätte voll Lust, das nochmal zu machen. Aber das Problem ist, wir brauchen christliche Memes. Also falls ihr christliche Memes habt, schickt mir die doch. Und ja, schreibt mir einfach, wie es euch gefallen hat. Gebt mir einen Daumen hoch und vergesst nicht zu abonnieren. Und wir sehen uns nächste Woche Donnerstag mit einem neuen, tiefgründigen Thema. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar.